Nun gab es auch Berichte, die Briten haben das gemeldet, dass eben auch innerhalb Russlands immer mehr auch gegen VPN-Clients vorgegangen wird. Also das ist sozusagen, ne, wenn ich fremde Server benutze, um in anderen Ländern sozusagen mich im Internet fortzubewegen. Das ist in Russland schon lange illegal, wird aber offenbar weiterhin auch genutzt und man geht verstärkt dagegen vor. Ist das genau auch diese Richtung, dass man sagt, die öffentliche Meinung kontrollieren, auch eben Informationsgewinnung beeinflussen zu können als Staat? Genau das. Also wir sehen, dass der russische Staat, nachdem er die eigentlich ja weitgehende Kontrolle erreicht hat, beispielsweise über den Print- und Fernsehbereich, dass in den letzten, ja, ich würde sagen, 5, 6 Jahren auch verstärkt im digitalen Bereich versucht, mit ganz unterschiedlichen Gesetzgebungen, die unter anderem eben auch das Nutzen von VPN-Clients verbieten bzw. unter Strafe stellen. Wir sehen aber gleichzeitig, dass es etwas ist, was in Russland sehr verbreitet ist, insbesondere seit Februar letzten Jahres für Personen, um beispielsweise Zugang auch zu den vielen gesperrten westlichen Netzwerken wie YouTube oder Ähnliches zu bekommen. Und das ist natürlich eben der Punkt, wo der russische Staat nicht mehr in der Lage ist, die Informationen zu kontrollieren. Und da geht man jetzt verstärkt gegen vor.